Und zurück zu Uncharted 4. Vom Kalte ins Warme, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt in Kings Bay und wir müssen da oben auf den Vulkan drauf, denke ich mal. Also so haben sie es zumindest erzählt, der Karte nach zu folgen. Oh, schaut schon richtig geil aus. Fahren wir mal los, schauen wir mal, wo uns jetzt der Weg hinführt. Muss ich mal hier ranfahren, ich muss mir das echt mal anschauen jetzt. Weil es einfach nur noch geil aussieht. Schaut euch die Aussicht an. Sieht doch hammermäßig aus. So, jetzt fahren wir mal bei dem Weg hier entlang. Da vorne Ruinen. Schauen wir mal da hoch, ob es da irgendwas gibt. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Und Victor? Ihr habt eine Waffe dabei? Ja, okay. Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Habe ich gerade zu Nathan gesagt. Schrecken, wie viel jetzt über das Internet läuft. Kannst doch heute Ware jetzt bestimmt auf verschiedenste Weise loswerden. Ja, schon, aber ich rede lieber. Um das Fahrzeug zu finden, Steuerkreuz nach unten. Okay, da gibt es einen Schatz oder sowas. Wenn wir die Kiste mal darüber ziehen, wenn es geht. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, die kann man dann nicht rüber. Hier seitlich wahrscheinlich irgendwie hoch. Sie haben einen Schatz gefunden. Schauen wir uns doch den mal an. Savasa Tabakdose. Okay. Und zurück zum Auto. Hier sieht man sogar die Spuren vom Auto. Das ist richtig geil gemacht. Und? Hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, besser löschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das sind wohl so viele Länder. Feuer wohl hier durch. Dass du es tatsächlich nach Forschung machst? Ich mach's ja nicht immer dahin. Oder müssen wir da oben lang? Langsam, Junge! Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Ja, ich glaube, wir müssen da oben lang. Okay. Okay, da kommen wir nicht lang. Also hier irgendwo lang bestimmt. Trotzdem mal die reinschauen, ob es irgendwas gibt. Aber wir können wir mit dem Auto hier hoch? Wenn wir da oben hochfahren, müssten wir eigentlich hier lang kommen. Probieren wir einfach mal. Hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. Ernst? Was hast du entdeckt? Nichts. Scheiße. Okay, müssen wir hier weiter. Oh. Okay.
glaube, wir müssen hier anschieben, dass wir hier hochkommen. Noch was? Das schaut nicht so aus, als wenn hier noch irgendwas wäre. Wir müssen den Hügel rauf. Ja, ist mir schon klar. Wir müssen erstmal schauen, wo es lang geht. Ja, ich habe schon ewig nicht mehr zweimal an einem Tag geduscht. Okay, da geht's aber glaube ich nicht weiter. Da müssen wir rechts irgendwo rüber. Ist die Brücke. Also hier ganz irgendwie hoch, oder wie? Nee. Hier kommen wir nicht mehr zurück. Okay. Sehe ich den Weg schon wieder nicht. Sag Bescheid, wenn ich die Augen aufmachen kann. Ach hier. Sieht vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los, 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 los. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in den... Fahren wir Vollgas. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Wow. Oh, gut, alles gut. Ja, auf nach oben. Gegenlenken. Die Räder finden keinen Halt. Nathan, die Felsen. Okay, warte mal, ich probiere das jetzt anders. Komm ich hier hoch wenigstens? Nein. Komm ich auch nicht hoch. Was haben wir denn hier? Bring mir was Schönes mit! Jetzt ist geil gemacht. Hauen wir ab! Vorsicht! Ok.
Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Aber hier, wenn wir weiterkommen. Ich seh's, ich seh's. Hey, langsam habe ich den Dreh raus. Ja, bitte. Ich hab Matsch im Mund. Oh, Harry, mein Rückgrat. Okay, so eine Stelle kommen wir im Auto jetzt nicht mehr raus. Ich sehe mich hier mal um. Ah, tolles Wetter. Ja, etwas schwül. Nicht Panama schwül. Ah, da passt kein Auto durch. Du musst doch da durchkommen. Irgendwie. Ist irgendwie dünner Myth oder sowas. Dann könnte ich es wegspringen. Was ist denn das da oben? Boah, schreck mich nicht so, blöden Affen. Okay. Schauen wir hier entlang. Oh, das hört sich noch Tiger an. Ich hab, also die Grafik schaut im Wahnsinn aus. Echt gut. Sehr gut. Kommen wir schon mit dem Auto durch. Wir müssen nur über die Steine kommen. Tja, sagt es einfach. Wie soll ich nur über die Steine kommen? Hä? Also hier scheint es mal nicht weiterzugehen. Spuren. Hier ist jemand vorbeigefahren. Das werden wir auch tun. Hier hoch, oder was? Okay. Seht mal da oben auf dem Hügel. Steht ein Turm oder sowas. Hey, bitte. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Dann können wir kein einziges Mal benutzen. Okay, haltet euch fest. Oh.
Eine Schuld. Gleich nochmal nächster Versuch. Mit Anlauf. Meine Fresse. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Ist so unmöglich für ein Auto hier lang zu fahren eigentlich. Also Nathan, du glaubst Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Den Turm an. Ich komme mit. Vielleicht kann man, der hat ja wirklich eine Seilwinde da dran. Vielleicht müssen wir den hochziehen irgendwie dann. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Oh, hier ist was. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Okay, hier sitzt nix mehr. Man, da sehe ich schon mal so ein Seil. Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Das Problem, ob ich das jetzt benutzen kann. Hey, wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ehrlich. Ich hatte keine Ahnung. Was hast du damit vor? Weiß ich noch nicht. So, das sollte reichen. Okay. Hat Spaß gemacht. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig? Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Langsam. Siehst du, Sully? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Sieg. Naja, ich feiere nur die Großen. Sehr gut. Genieß den Anblick, Gentlemen. Brutal. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher. Ein erfolgreicher Pirat weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten. Wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein. Sie wollten als freie Männer leben. Ja, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Okay, Leute, wie es denn hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi. Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja, naja, dauert.